Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ja, also beim letzten Mal habe ich noch ein paar Sachen verkauft und den quasi Vorbereitungskurs, das war so zwei, drei Tränke nehmen und nutzen, ausprobiert. Und jetzt befinden wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und zwar Zaubertränkeunterricht wieder mal. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier steht überall Besen. Ich hoffe, wir kriegen einen Besen. Das wäre so geil. Ja. Dann fangen wir an. Oh, Besen. Geil. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun... Dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch. Hoch. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Ja, bla bla. Gut. Okay. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich sehe. Ich brauche einen eigenen Besen. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Ja. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Okay. Diese Aussicht. Hallo, es ist schöner schön. Tag zum Fliegen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Sehr cool gemacht. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Wahnsinn. Geschafft! Hat das jemand gesehen? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Na klar. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen.
Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Sehr, sehr schön. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist Kugawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Junge, er ist aber ganz schön schnell, landet jetzt auf einmal. Schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Verrückt. Die Sache mit Kugawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kugawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Tu das. Ja, sehr geil. Okay. Also. Ja, Unterricht, das war ja. Wir wollten eigentlich das hier machen. Besenflug war eigentlich ja nicht auf dem Plan, aber ja, gut. Dann machen wir jetzt das. Zaubertränkeunterricht. Ne? Da lernen wir, glaube ich, einen neuen Zauber. Und den können wir wirklich gut gebrauchen. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Oh. Oh. Verbotene Zauber, ja. Wenn Professor Sharp so einschüchternd ist.
Kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran. So bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Junge, die wollen alle was von mir, wa? Ist ja Wahnsinn. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Okay, Depulso. Depulso. Jetzt haben Sie es. Ja. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Okay, ja, sehr gerne. Revelio. Also wir machen mal Depulso. Hier, nee, warte mal. Depulso machen wir mal auf die 1. Depulso! Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, Zauberei zu machen. Damit könnten wir vielleicht eine Bild aufbekommen, oder? Warte mal. So, jetzt ist aber die große Frage, wo war das? Keine Ahnung. Revelio. Es war auf jeden Fall weiter oben. Ich glaube hier lang. Oh Gott, ich müsste absolut lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wo das ist. Naja gut, aber da kommen wir bestimmt nochmal vorbei. Ich würde jetzt nicht die Zeit damit verschwenden, das Bild zu suchen, bin ich ganz ehrlich. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Gott, wir haben richtig viele. Okay, Flugprüfung. Kaufe einen Besen. Ja, das machen wir noch. Anspruchsvolle Lieferung. Zaubertränke, Hauptmittel. Okay. Okay. Wir werden erstmal mit Sebastian reden. Denn der... Was denn jetzt? Oh nein, ich habe versehentlich irgendwohin teleportieren gedrückt, oder? Eieieiei. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Da wollten wir hin. Doch. Oder wir nutzen das nächste Mal die Gelegenheit und laufen wieder und teleportieren uns nicht hin und her, um eventuell noch das ein oder andere Geheimnis zu finden. Könnte man machen. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Okay. Krass. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Cool. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Und ich habe ihn schon vorhin letztes Mal gefunden. Könnt ihr euch erinnern? Folge 2 oder so? Diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt.
Er hat ihn Krypta getauft. Revelio. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Omnis geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Okay. Ich kenne Omnis aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Omnis wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Omnis. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Omnis erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Sehr lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Sehr gerne. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Okay. Naja, nicht perfekt, aber Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Klar. Moment. Konzentriere dich aber auf die... Moment. Ist ja fast besser als der normale. Ja, wohl, weiß ich nicht. Vielleicht besser als ein Damit die Krypta intakt bleibt. Also, was soll ich machen? Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich. Aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Confringo! Gut gemacht! Wow. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Nice. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Omnis das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Omnis nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sehr gerne. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre.
Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Na klar. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Ja. Wenn ich nach Feldcraft gehe, gebe ich Bescheid. Confringo! Es ist so geil. Ach du Scheiße. Das ist ja der Hammer. Confringo! Auch so nice gemacht, wie die Sachen runterfallen. Das ist Verschwinden finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Aber gut, sonst würde ja alles im Arsch gehen. Confringo. Es ist der Hammer. Es ist einfach nur nice. Geil. Okay. Jetzt reicht's aber. Pass ja auf. Gut. Nein. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fake helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. So, ziemlich gemein. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Junge. Beruhig dich. Confringo! Okay, warte mal, Edith da rein. Kann ich jetzt da wieder zurückgehen? Leider nicht. Schade. Okay. Ja. Was ist denn jetzt so hier? Ob ich schaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank und ein Donnergebräu gegen Gegner. Oh je. Der Raum der Wünsche. Oh ja. Das gucken wir uns jetzt an. Auf jeden Fall. Ah komm, wir haben gesagt, wir laufen. Also laufen wir.
Ja, Leute, erzählt mir doch mal, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Projekt findet und oder ob ihr vielleicht dieses Spiel so ja selber spielt. Das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Also, ja, schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Ich klatsche hier. Diese Rehe ist laufend. Revelio. Ja. Der Raum der Wünsche. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob man da... Also eigentlich müsste ja da Platz sein, um dort hinzustellen. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Ich habe nichts zu tun. Sehr mysteriös. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Warte. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Okay. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Ich lerne aber auch, als viele Zauber war, ist ja Wahnsinn. Ivanesco. So, okay. Dann packen wir den mal hier rein. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Geil. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Confringo! Ist das... Herrje, meine alte Schultasche? Ich habe mich immer gewundert, Revelio, wo sie hin ist. Und dabei war sie die ganze Zeit hier. Hm. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Ich warte schon eine Ewigkeit auf dich. Vielleicht kann man einen Aufsatz gewesen und du... sag mal Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Gib's Tee. Mhm. So, ich darf mich jetzt hier umsehen. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Beruhigen Sie sich bitte. Darf ich kriegen Mondstein? Das ist halt zu geil schon wieder. Hier wollte ich doch 2. Ach, hier.
Revelio. Ist das jetzt hier? Na klar. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Revelio. Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech. Repar. Revelio. Es ist, also tut mir wirklich leid, dass ich ein bisschen wenig rede, aber es ist einfach zu interessant hier gerade. Ich finde das so geil gemacht. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Revelio. Ist einfach nur schön. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Was? Schnatz? Wo? Oh. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Okay. Ins Handy. Accio. So, hier durch. Revelio. Und... Ach, hier. Vielleicht zu mir jetzt, oder? Nee. Gefolter. Incendio. Ach, hier. Klappt nicht so wie mit dem Sport. Accio. Na komm. Ich habe gedacht, dass ich den vielleicht durchschieben kann. Und dann irgendwie hier rüber zu hüpfen, aber. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. Revelio. Gut, auf jeden Fall habe ich die Kiste jetzt gekriegt. Guck mal. Bip, 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 bip. Okay. Ich hoffe, dieser Hausauf kann uns hier finden. Ach, hier! Ja, schwierig. Revelio. Ist wirklich sehr kurios hier alles. Auf jeden Fall gibt es hier einen. Das ist der Hauself. Sehr schön. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Dick kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Dick, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Dick hat sich angeschaut, was seit Dicks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Dick. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Hm. Wir beide haben den Raum gefunden.
die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Dick sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Ja, das mache ich. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Toll. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Ah. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschriftungen freigeschaltet. Nutze ihn, um magische Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Ja, und da haben wir sogar schon welche. 2 Stück genommen. So, ja, mal gucken. Ah, er macht es automatisch. Okay. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Mhm. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Okay. Oh, hier ist so ein Pflanzding, wa? Was hier? Revelio. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Ja, sehr gut. Los geht's. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Ja, ja, ja. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Mhm. Das stimmt. Okay, Beschwörungszauber.
Ja, siehst du, jetzt bräuchten wir doch... Warte mal. Sind wir jetzt im Level gestiegen? Talente 0. Ah, schade. Ich habe mir gedacht, wir können vielleicht noch einen Talentpunkt in doch noch in der Reihe einsetzen. Aber gut, dann schwenken wir halt immer hier und her. So. Gegenstände und Zaubertränke zum Brauen. Runterkommen, ja. Ah, gucke an. Nur zwei Mondsteine. Okay, gutisch. Elektrisch. Botanisch. Ja, gutisch, oder? Wie geil. Obwohl, gotisch, ah nee. Botanisch ist eigentlich wirklich schick. Nee, das ist cool. Okay, okay, okay. Ja, stell mich hier hin. Also mehrere hinstellen, siehst du? Ist das geil. Okay. Nee, kann man nicht, weil wir einen von einem haben. Okay. Aber kann ich jetzt rückgängig machen? Ja. Dann lass uns das Ding lieber hier in die Mitte stellen. Dann machen wir doch die Gurte schon, oder? Weiß ich nicht. Na komm, machen wir so weit. Okay. Okay, Escape. Was gibt's denn auch? Guck mal hier. Dann können wir noch Pflanztopf herstellen. Botanisch. Können wir auch leider nur erstmal einen, ne? Das ist natürlich schade. Auch die Farbe. Die ist so geil, wie man das alles anpassen kann. Ist schon ziemlich geil. Ja, Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich sagen, es tut mir furchtbar leid, dass es jetzt hier ein bisschen dauert, aber I love it einfach, I love it. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Möchte ganz vorausgesetzt gern. Natürlich, Sie haben Samen oder Zauber. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich bin jetzt hier noch nicht so weit. Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Ach. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Mhm. Unterschätzen Sie ihn nicht. Okay. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Hm. Okay, vielen Dank. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Hä? Deke hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ja, ich möchte mehr Sachen erlernen. So, elektrische Weiber machen wir. Elektrisch und dann haben wir gesagt. Schwarz, wa? Ne, weiß. Hat man gemacht, so. Ändert sich halt gar nicht. Irgendwie passt das auch nicht dazu. Jetzt. Wir müssen es bunt machen. Na gut. Geht doch weiß. Ja, weiß ich jetzt. Okay.
Warte mal. Ah, wir können 7 Dinger hinstellen. Das können wir bestimmt dann auch noch erweitern, ne? Guck mal hier. Schreibtisch der Beschreibungen wäre auch eins. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Oh. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Das ist ja ziemlich makaber hier alles, muss ich ehrlich sagen. Aber was bringt mir das? Das ist jetzt wirklich nur rein zur Dekoration, ne? So wie ich das sehe. Okay. Aber das wollen wir eigentlich. Also wir haben jetzt hier quasi diese ganzen Sachen, die wir so nach und nach freigeschalten haben. Möbel, Stühle, was auch immer, Tische, genau. Und können uns damit natürlich unser Dings hier richtig schön einrichten. Stehlampe hier. Die passt nicht in der Ecke. Hier vielleicht. Ja. Nee. Siehst du, guck mal. Das scheint auch so zu sein, dass wir das hier ein bisschen mehr machen dürfen. Also, so wie es aussieht. Ja. Okay. Bilder kann man hier auch noch an der Wand hängen. Die schalten wir generell bei, wenn wir irgendwas Tolles machen. Was ist das denn? Gott. Okay. Ich kann nicht glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Ja, klar. Okay, gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Folge heute mal ein bisschen früher. Wir wissen jetzt erstmal Bescheid, wie das hier funktioniert. Guck mal, ich kann jetzt hier so, ja, mal das kleine Bild da oben. Weg ist es, Mondstern. Okay. Geil. Jo, ich werde jetzt nochmal ein bisschen für mich alleine hier den Raum ausstatten. Und mir ein paar Sachen hier überall hinstellen. Können hier auf jeden Fall Dipdamm reinpflanzen und mal ein paar Bänke herstellen. So. Vielleicht noch einen zweiten von denen, das wäre auch sehr nice. Aber ansonsten ist das schon alles richtig, richtig geil hier. Stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Das an. Mit der Frau können wir mal reden. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Hab ich. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ja, hab ich doch. Ich habe gedacht, das können wir jetzt noch schnell machen. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mhm. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Ja, versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Achso, ja, ne, das haben wir doch schon. Das haben wir doch schon alles ausprobiert. Das weiß ich doch, Professor. Dekoration beschwören. Ja, dann will ich eigentlich auch nicht. Ja gut, komm, das machen wir gleich alles wieder weg. So, Wanddekoration. So.
weiter? Ja, ich warte nur auf Sie, Professor. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Aha. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Hm? Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Ja, easy. Gut, also die drei Zaubersprüche, die wir ja hier gesehen haben. Richten Sie den Zauberstab. Ne, die sind halt wirklich nur für den Raum der Wünsche da. Und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Okay. Genau, das kann ich sagen. Ich möchte wieder das Rot haben und den Rest schicken. Größe soll ich ohne einer Meier. Warte mal, warte. Die Größe? Ach, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Krass. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ah, okay, krass. Ich mach erstmal das hier weg, die Irrungskeks. Nee, das hier möchte ich wegmachen. So. Okay. Oh, nice. Ja, auf jeden Fall das. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Deke, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Deke einmal diese Magie gezeigt. Deke denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie soweit sind. Ey, was wird mir hier alle neu gezeigt? Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Ja, mysteriös. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Oh, hervorragend. Oh. Krass. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Okay. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Snowstyle 2 oder was? Wow. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Geil. Okay, Freunde. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Aus die Maus, vorbei. Ich werde offline hier noch ein bisschen Raum gestalten und zeige euch beim nächsten Mal, wie ich
wundertoll mein Raum hier aussehen wird. Ihr werdet begeistert sein. Also, ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.